Das Bedürfnis nach immer mehr. Als erfolgreich gilt, wer Profit macht und viel besitzt. Doch vom Gegenkonzept sind immer mehr Menschen überzeugt. Nicht das Haben, sondern das Sein bewirkt Lebensglück. Kurt Langbein und Anna-Katharina Wohlgenannt zeigen in ihrem Film Moderne Aussteiger, die erfolgreich nach anderen Prioritäten leben. Wir verbrauchen jetzt schon mehr an Ressourcen, als dieser Planet eigentlich zur Verfügung stellen kann. Und das zu wissen, ist für mich ein Grund, wenigstens das, was ich ändern kann, versuchen zu verändern. Was darf sich ein einzelnes Individuum überhaupt noch an materiellen Freiheiten herausnehmen, ohne ökologisch und damit gleichsam sozial über seine oder ihre Verhältnisse zu leben? Ich habe halt festgestellt, ich brauche nicht mehr so viel haben, um glücklich zu sein. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass die Kinder das lernen. Die Alternative zur Haben-Orientierung ist eben nicht die Nicht-Haben-Orientierung, sondern ist die Seins-Orientierung. Also Besitzlosigkeit heißt frei werden für das Leben mit Gott, die Brüder und auch für die Menschen. Wenn ich allein arbeite, ist das für mich wirklich auch meditativ. Ich singe auch oft dabei. Und ja, es ist einfach, ich bin dann wirklich verbunden, total verbunden. Und ich lebe da wirklich in der Gegenwart.